Das ist Ludwig, ein Hinterwälder Stier. Er lebt im Südschwarzwald, noch. Denn bald soll er geschlachtet werden. Also der Ludwig, der kommt ursprünglich aus dem Nordschwarzwald. Bleibt da, komm, wir machen nichts. Und er ist am Anfang langsam gewachsen, aber das ist eigentlich das, was ich will. Und hat sich jetzt stattlich entwickelt, meiner Meinung nach. Er ist sehr friedlich, was auch nicht selbstverständlich ist. Und deswegen kann man hier auch gut halten, weil natürlich Wanderer und so weiter, wenn wir da jetzt einen gefährlichen Stier hätten, das ging gar nicht. Also und da ist er, passt er sehr gut daher. Und gut, jetzt ist er 10 Jahre alt und jetzt irgendwie muss er halt jetzt einfach mal weg. Es fällt mir schwer, muss ich dazugeben. Ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Aber da muss man sich einfach auch trennen und dann ist es halt entscheidend, dass man das mit Würde macht. Also letztendlich mit Würde, Achtung, das Tier begleiten bis in den Tod, das finde ich ganz entscheidend. Rinder wie Ludwig müssen bislang im Schlachthof getötet werden. Aber durch eine neu entwickelte Schlachtmethode könnten Tiere ohne Leiden und Stress getötet werden. Wir erhoffen natürlich, dass die Tiere dort sterben können, wo sie auch gelebt haben. Also in ihrer gewohnten Umgebung mit so wenig Manipulation wie möglich. Also einfach, dass der Mensch so wenig wie möglich eingreift. Und wenn sie dann sterben müssen, dass es einfach dann so ist, dass die Tiere so wenig wie möglich leiden müssen. Dieses spezielle Fressgitter soll das möglich machen. Da drin soll Ludwig betäubt werden. Vorher muss es für ihn noch ein bisschen niedriger gemacht werden. Komm, ich gucke dir mal drauf. Das Problem, Ludwig hat noch nie ein solches Metallfressgitter gesehen. Er muss lernen, seinen Kopf von oben zwischen die Gitterstäbe zu stecken. Dort soll er fressen und betäubt werden. Aber eben, es ist ja, weil er das ja gar nicht kennt. So Eisengitter, das kennt er einfach gar nicht, was ja andere schon kennen. Und für das macht er das schon richtig gut, muss ich sagen. Morgen machen wir es nochmal. Ja. Ich tue jetzt halt jeden Tag mit ihm das machen, dass er das als angenehm empfindet und dann wird es klappen bis dorthin. Im Südwesten leben viele Rinder so wie Ludwig. Viel draußen auf der Weide, oft im Herdenverband. Nicht selten fast wie in Freiheit. Gerade für solche Rinder ist die neue Schlachtmethode eine echte Verbesserung. Denn für diese Tiere ist der Transport ins Schlachthaus besonders schlimm. Jürgen Bender und sein Sohn wollen uns zeigen, wie stressig das sein kann, wenn ein Tier aus der vertrauten Herde genommen und abtransportiert wird. Ne, bleiben wir gleich. Ja, genau. Nein, ich spring. Leider. So ist gut. Nee. Ja. Kommt auch rein. Aber sie ist brutal. Die Augenquelle ist schon raus. Vor lauter Stress. Mit so Hörner und muss man eigentlich aufpassen. Ne? Mit Verletzungen und so weiter. Ne? Ja. Man könnte sich's anders vorstellen. Also wie jetzt vorher, wo wir auf der Weide waren, der Stier streicheln, eine Ruhe insgesamt, hat man hier natürlich nicht. Und ich meine, jetzt geht ja der Transport weiter. Jetzt muss sie weg vom Hof, wo sie noch nie weg war im Prinzip. Ne? Und das ist natürlich für so ein Tier Stress. Und ich denke, der Hauptstress kommt dann nachher, wenn es im Schlachthof zum Beispiel da rein muss. Die riechen das ja, was zur Sache ist. Die kriegen das einfach mit. Ne? Und dann ist der Stress richtig groß. Ne? So. Nicht das Tier sollte zum Schlachthof kommen, sondern der Schlachthof zum Tier. Das ist die Grundidee von Schlachtung mit Achtung. Deshalb haben sie diese mobile Schlachteinheit entwickelt. Veterinäramtschefin Alexandra Kostorz muss sie noch zulassen. Kostorz war zuvor bei der EU für Tierschutz zuständig. Thomas Meyer erklärt ihr die Abläufe mit einem Wassertank als Kuhdummy. Dann
Futter ist da unten. Ist im Eimer. Das heißt, der Bulle streckt den Kopf, sie fixieren. Ja, er geht runter, er fixiert sich selber. Er fixiert sich selber, so wie das in den Laufstellen üblich ist. Jetzt ist er fixiert. Fixiert. Und jetzt frisst er noch fröhlich vor sich hin. Genau, dann kommt der Bolzenschuss. Ja. Es knallt. Jetzt läuft die Zeit. 60 Sekunden, von der Betäubung mit dem Bolzenschuss bis zum tödlichen Stich. Noch lebend kommt das Tier in den Schlachtraum, der ganz vorschriftsgemäß zu einem geschlossenen Raum wird, mit Arbeitsschutz und kompletter Hygieneausrüstung. So, wir sind in 60 Sekunden. Genau, das hat sich jetzt automatisch abgesenkt, hat den ganzen Halsbereich jetzt freigelegt. Ja. Das Messer, wieder den, das Fellschnitt, das zweite Messer, den Entblutungsschnitt. Den Entblutungsschnitt. Und das hat innerhalb alle 60 Sekunden stattzufinden. Ja. Die Entblutung muss schnell vonstatten gehen, genau, dass wirklich auch gesichert ist, dass das Tier keine Wahrnehmung und Empfindung mehr hat. Gut. Genau. Das Tier bekommt gar nicht mit, dass es stirbt. Also das Tier tritt in diese Betäubungsbox und wird dann betäubt. Und ich würde sagen, aus tierschutzrechtlicher Sicht kann ich das nur begrüßen. Sie genehmigt die mobile Schlachteinheit. Die erste derartige in Europa. Und Ludwig soll eines der ersten Tiere werden, das mit der neuen Methode stressfrei geschlachtet wird. Ganz freiwillig soll er in das Fressgitter gehen zur Betäubung. Ohne Druck, ohne Stress. Sonst schießt Thomas Meyer nicht. Das ist ihm wichtig. Als Beleg wird jede Betäubung mit einer fest installierten Kamera dokumentiert. Der Kopf muss noch etwas tiefer. Alles ist bereit zur Schlachtung. Nur Ludwig nicht. Er hat keine Lust mehr auf Brot. Das war's. Der erste Schlachtversuch gescheitert. Ludwig muss weiter trainieren, denn in 5 Tagen soll er endgültig geschlachtet werden. Das war's, ja.